Hallo, wieder mal ein neuer Videoimpuls von Tanja. Heute zum Thema Entscheidungen treffen. Und warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Und zwar sowohl die großen, lebensentscheidenden als auch im Alltäglichen. Und es ist ganz einfach. Letztendlich ist alles im Leben, alles irgendwo ist Energie, was sich in irgendeiner Form konglomeriert und manifestiert hat. Und die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Wenn du dich also in einer Phase befindest, wo du eigentlich eine Entscheidung treffen wollen würdest, aber das Gefühl hast, du bist stuck und du kannst dich nicht entscheiden, ist es jetzt der Weg oder ist es der? Ist es das Essen oder das? Ist deine Energie nicht im Fluss? Wenn sie nicht im Fluss ist, fühlt sich das nicht gut an. Du fühlst dich unwohl, du hast Zweifel, du fühlst dich unsicher. Es ist einfach nicht rund. Ja? Deshalb ist es so wichtig, das zu üben, weil es ist wie alles andere auch eine Gewohnheit, Entscheidungen zu treffen. Und es beginnt schon morgens. Ja, welche Entscheidung hast du heute getroffen? Bewusst oder unbewusst? Hast du heute Morgen entschieden, nochmal auf den Wecker zu hauen und dich umzudrehen oder hast du dich entschieden, aufzustehen? Hast du dich entschieden, eine spirituelle Form der Praxis in irgendeiner Form zu machen oder hast du dich entschieden, sie wegzulassen? Hast du dich entschieden zu frühstücken oder nicht? Hast du den Kaffee geholt und wenn ja, hast du deinen eigenen Becher mitgebracht oder hast du wieder einen Coffee to go geholt mit einem Plastikdeckel obendrauf? Ja? Letztendlich formen alle Entscheidungen, die wir treffen, über den Tag verteilt, über unser Leben verteilt, unser Leben. Und je bewusster wir auch kleine Entscheidungen treffen, desto eher kommen wir in den Fluss des Lebens. Ja? Und deshalb ist es wichtig, sie einfach auch mal anzuschauen, welche Entscheidungen schiebst du denn vielleicht schon ein bisschen länger vor dir her? Projekte beenden, Leute anrufen, was auch immer. Ja, jeder hat so seine kleinen Dinge, die ihn beschäftigen. Und deshalb nur der Tipp, wenn da Entscheidungen anstehen, auch im Tagtäglichen, ja, triff sie bewusst und triff sie. Und es kann schon echt, für viele Leute ist es schon Drama, sich zu entscheiden, was sie zu Mittag essen. Macht mich wahnsinnig, oder? Gutes Beispiel, Steve Jobs, glaube ich, war es, der zum Beispiel immer die gleichen Hemden geholt hat. Ja? Oder wenn du immer die gleichen Dinge im Schrank hast, gleichen Socken, die gleichen Schlüpper, was auch immer, damit du dich nicht schon mit sowas aufreizen musst, was du morgens anziehst, sondern einfach immer das anziehst, was da ist und das ist immer das Gleiche. Ja? Dein Fokus einfach auf andere Dinge lenkst, die dir wichtig sind. Und man kann das üben, im Kleinen eben auch bewusst, schnell, kurze Entscheidungen zu treffen. Und es wird die Welt sicherlich nicht untergehen. Ja, vielleicht entpuppt sich im Nachhinein mal was raus, dass die Entscheidung jetzt nicht die richtige war für den heutigen Tag. So what? Trifft das nächste Mal eine andere. Ja, hab ein Learning, hab eine Erfahrung mit. Aber triff eine Entscheidung und bleib nicht in diesem Zwischenfeld von ich weiß nicht, ja, nein, ich müsste eigentlich den anrufen, aber noch so ein Ding. Sag nicht so, schau, beobachte dich selber, wie oft du in deinem Wortschatz das Wörtchen aber benutzt und ersetze es durch und. Ich habe noch nicht angerufen und ich werde es die Woche noch tun, statt aber. Ja? Und so hast du eine völlig andere Energie, in die du kommst, mit der du dein Leben gestalten kannst. Und das ist es ja, was wir letztendlich irgendwie alle tun wollen, unser Leben gestalten, oder? In diesem Sinne. Einen wunderschönen Tag, kleiner Impuls zum heutigen Tag. Hier war Tanja Sirbu und alles Liebe. Mehr zu mir auf www.tanjasirbu.com. Ciao.